Sieht einfach cool aus. Was ist... Das ist unser Ziel? Ja. Ui, das sieht aber hässlich aus. Feuerkrabbe. Du kannst deine Mondmagie dagegen einsetzen. Gut. Dann machen wir das. Füllt ja schön die Ulti von Rishan auf. Leben entfernt als zufälliges Schloss vom Ziel. Zieht gleichzeitig Feinde. Zieht gleichzeitig Feinde zueinander. Okay, so, das wäre nicht so gut wie das mit dem Gift gewesen. Die Bogen nehmen wir wieder Boomerang. Na. Mann! Da haben wir es immerhin gekriegt. Dann. Es war nicht wenig, Bursche. Mann, da wieder ein bisschen auf. Ich glaube, Heilung ist gar nicht so verkehrt jetzt. Weil so viel heilt er ja auch nicht. Combo. Okay, also der macht jetzt einfach erstmal Giftschaden. Sehr schön. Hat gesessen. Du kannst Mondrang wieder machen. Nur wieder zum Selbstmord. Aber habe ich jetzt schön getimt bekommen, das zu blocken. Würde ich gerade. Komm, heilen wir. Hey, das habe ich gerade irgendwie gut getimt. Weiß auch nicht warum. Aber das hat gerade richtig schön noch mehr geheilt. Komm, mal nochmal eine Kombo. Danach hat er seine Ulti.
Soll sie ruhig erstmal. Skills. Machen wir mal den Mondrang. Alle Gegner, bis hier. Weil wenn er jetzt seine Ulti macht, wahrscheinlich auch das Verschwendung ist. Habe ich gerade gepennt? Die machen anscheinend immer das gleiche, ne? Ultimate! Großer Adler, erscheine! Hat die nicht gekillt? Hätte ich jetzt endlich mit gerechnet. Ups. Hauptsache bei ihr explodieren, ne? Komm mal, Mundschild. Macht er die Combo. Und da ist er auch besiegt. Nehme ich den Mundschild jetzt mit dem nächsten Kampf? Nein, weg ist er. Danke für die Hilfe, Rishan. Natürlich. Warten wir auf die anderen. Wir sind heute hier, um seinen letzten Wunsch zu erfüllen. Für Gaal. Für Gaal, für Gaal, für Gaal. Bisschen Harvest Moon spielen hier. Und die machen ja alles alleine. Da habe ich aber einiges am Weizen. Gute Arbeit, alle zusammen. Der Laderaum ist bis zum Bersten gefüllt. Eine reife Leistung. Zeit, die Segel zu setzen. Alle Bord. Wartet auf mich. Absolut und auf Salés Gesicht. Geil, denkst du? Salé! Also habt ihr Sepp für? Hier. Was ist mit Malkomut? Er arbeitet noch dran. Wir brauchen ohnehin Zeit. Die Abendliche ist voller Korn. Gut, gehen wir und. Ah. Geil. Ich bin okay, Valé. Einen Moment noch. Mach mal Pause, okay? Wir tragen das Korn. Aber. Du hast recht. Ist wohl das Beste. Ich erledige das. Verbringt ihr ein wenig Zeit mit eurem Freund. Ich. Danke, Sirai. Ja, so ein Portal geht das fixer. Haha, das ist eine Möglichkeit. Ja. Ganz ruhig, Gaal. Wow, das tut echt weh. Hoffentlich kann ich. Wir bleiben bei dir, egal was kommt.
Wir haben es nicht umsonst so weit geschafft. Ich sehe es durch. Ich denke, ich bin fertig. Ja, bist du mit dem Ergebnis zufrieden? Wieso fragst du? Ich tat es für dich. Bist du froh, es für mich getan zu haben? Ja, hoffentlich gefällt es dir. Mit Sicherheit, Malkomund. Ich kenne dich. Du kannst auch schauen. Ja. Ja, ja. Also, das Korn hier oben reinfüllen. Hier das Mehl zumischen. Erst ein wenig kneten, dann dort oben weiter kneten, dann ist der Hitze ein wenig Ruhe lassen. Gut gemacht, Malkomund. Es ist perfekt. Ich folge nur deinem Plan. Leute, das wird riesig. Komm, können wir helfen? Klar. Also, das ist die Mühle. Das ist doch mal ein Brot. Also gut, Malkomund. Jetzt die Hitze. Perfekt. Jetzt backen lassen. Es kommt und geht. Jetzt gerade geht es mir gut. Lass uns einfach Erinnerungen austauschen, ja? Mehr will ich nicht. Oh, genau. Wisst ihr noch, wie ich euch in der Akademie Kekse durchs Fenster reichte? Ja, du hast uns nie erzählt, wie du das mit den fliegenden Plattformen gemacht hast. Mit einem Monokel. Was? Mit einem Zaubermonokel? Oh nein, ich nutze es, um Sonnenlicht auf die Rune zu bündeln. Ich habe es einfach ausprobiert, mit Erfolg. Der Streu war allerdings nicht sehr stark. Das muss Stunden gedauert haben. Allerdings, 8 insgesamt. Haha, gibt's nicht. Was denn eine Ausdauer hatte, um den Keks zu bringen? Das ist ein richtig cooler Freund, egal. Yep. Nun 8 Sonnenstunden, um genau zu sein. Die halbe Nacht, die ich in der Luft verbracht habe, nicht eingerechnet. Und niemand hat dich erwischt? Oh doch, aber ich war schon außer Reichweite, als Oma mich erblickte. Ich hätte zu gerne ihr Gesicht gesehen. Ich lieber nicht. Glaub mir. Und dann... Geil! Ich glaube, mein Ende naht. Sag das nicht. Ich muss. Muss das beenden. Olli, sag Malkomund, er soll den Lavastrom unterbrechen. Ja, Saleh, jetzt brauche ich den dafür. Hier. Hoffentlich funktioniert das. Schön den Brotduft rüberbringen.
Und da ist der Drache wach. Jetzt werden wir hoffentlich erfahren, ob das Manfred ist oder nicht. Sieht auf jeden Fall genauso aus. Aber das ist halt ein bisschen eigentlich groß. So im Verhältnis. Danke, seltsamer Freund, für diese beispiellose Acht der Güte und der Großzügigkeit. Danke deiner Kreation besänftigt die Elemente meiner lang gequälten Seele. Hey, ihr seid, ist ja nur bloß Brot. Das markiert einen Neubeginn für mich. Falls es nicht so viel verlangt ist, würdest du mir einen neuen Namen geben? Ich. Klar. Auk. Ein wenig Zeit bleibt mir noch. Ich kann das. Okay, also was hast du nun vor? Meine Vergangenheit war eine des Zorns und der Zerstörung. Du hast mir gezeigt, dass es mehr für mich gibt. Ich möchte deine Erinnerung ehren und mich der Gastronomie widmen. Ja, der wollte ja Kellner werden, der Manfred. Butler. Butler wollte er werden. Oh, das hört sich wunderbar an. Ein Wirt, was? Vielleicht Sinclair. Nein, warte mal. Ha, genau. Dann solltest du fortan den Namen Wentworth tragen. Wentworth? Vielen Dank nochmals. Nie zuvor traf ich eine so gütige Seele. Ich sehe, dass deine Zeit beinahe verbraucht ist. Kann ich dir deine Güte irgendwie zurückzahlen? Es gibt da eine Sache, ja. Auf meiner letzten Reise würde ich gerne mit meinen Freunden auf dir fliegen. Es wäre mir eine Ehre und ein Privileg. Dann bring uns bitte nach Moonqualt. Ich möchte unter der Himmelsweide begraben werden. Geil. Was ist echt hart.